Willkommen zu einer neuen Woche Deckbewertung. Falls ihr uns auch ein Deck schicken wollt, kommt auf den Discord-Server, Link in der Videobeschreibung. Deck diese Woche kommt von Yannick und ist ein Dark World Deck. Hatten wir ein paar Mal gegen uns jetzt. Jetzt spielen wir es mal selber. Jo. Yu-Gi-Oh! Sam. Okay, wir gehen schon mal second, das ist nicht so tolle. Was schade ist, weil das wäre ein gutes Startblatt gewesen. Die Anzahl unserer Handtraps hält sich dann doch leider ein wenig in Grenzen. Schwierig! Das ist auch mal ein First Turn. Schwierig. Meinst du? Wir können mit Jack anfangen. Wenn er sich in Rudi erwischt, ist es halt so. Ja, wir müssen mit Jack anfangen. Gott! Das Problem ist halt, da unten werden halt Warning Judgment und so liegen. Wahrscheinlich. Ja, okay. Okay, gut, wir sind hier fertig. Ja. Cloud. Okay, wir gehen wieder second. Oh, wir gehen nicht second. Sollen wir nochmal, wenn er gebanished wird? Kommt wieder, okay. Ja, dann. Ich glaube, der Plan ist. Nee, ich glaube, ist der Plan, Alua zu zünden? Wir können auch Bigfoot. Wir können auch eine Alua setzen und dann Bigfoot machen. Dann ist die Chance größer, dass wir einen von denen erwischen. Wir können auch Bigfoot selber erwischen. Ich wäre fast für Alua. Ja, und dann Bigfoot banishen, weil wir gerade keine guten Danger Hits oder dann so. Dann mal haben. Gucken, was wir ziehen und dann vielleicht Bigfoot banishen. In dem Fall würde ich jetzt wahrscheinlich Chupacabra banishen. Wir haben das dritte Alua gezogen. Ja, wir machen weiter Alur. Mhm. Also ist ja nicht schlecht. Weil wir haben nicht die. Also wir haben okay Hits, aber wir haben noch nicht die guten Hits. Jetzt wird's langsam besser. Ja. Dann Nessie weg, jetzt, I guess? Nein, Nessie ist broken. Wir packen Bigfoot weg. Und dann zünden wir die dritte Alur. Schaut gleich natürlich gleich LOL, hoffe ich. Okay, jetzt würde ich wahrscheinlich einen der Gruffers weg. Ja, einer reicht ja. So, und dann können wir, was macht die Permanente nochmal? Irgendwas Gutes. Genau, wir können einfach so ein Dark World Monster wegwerfen. Okay, das heißt, wir aktivieren das jetzt und dann aktivieren wir den, Nessie. Den Dings da und suchen. Nee, ich hätte erstmal den anderen aktiviert, um eine. Stimmt, fangen wir damit an. Ja, Gent aktiviert, um Dings zu suchen, dann das aktiviert. Dann das, damit Brow abgeschmissen und. Nee! Das jetzt aktiviert und dann Nessie. Das Brow abschmeißen nicht mehr, sondern haben wir zwei Karten auf der Hand und sonst haben wir nur. So ist halt die Chance, dass Nessie sich selber trifft. Stimmt, du musst ja nur irgendeine Dark World-Karte, nicht Dark World-Monster, ne? Ja, genau. Stimmt, dann machen wir jetzt, Brow. So, ja. Was sagst du nochmal? Was macht die? You can discard one, then draw two. Ja. Ja. Dann discarden wir jetzt einfach die Nessie und ziehen zwei. Ja, das macht's einfacher. Und wir haben die. War das die Fusionskarte? Nee, ist noch nicht die Fusionskarte. Nee. So, ja. Oh, da ist Silver. Mhm. Dann geht die mal Jack oder so suchen. Jo. So, jetzt kannst du nochmal Monster banishen, dann ein Fiend-Monster discarden. During your main phase, accept the turn discard. Okay, das heißt, die wollen wir setzen. Ja, die wollen wir Dienstag noch nicht aktivieren. Ja. So, dann setzen wir die und machen dann Jack. Ja. Nice. Ja. Mandatory interessiert uns nicht. Was sind nochmal die Fusionsmaterialien für benutzen. Den? Dann können wir Grapher benutzen. Auch der explizite oder? Nee, Grapher und irgendwas, okay. Dann können wir den anderen benutzen, discarden für die nächste Gates. Warum sollte das auch once per turn sein? Genau, weil aber das der andere ist once per turn, oder? Ja, das Summon ist once per turn. Ja. Da können wir Gates durch Gates ersetzen und dann würde ich sagen, können wir jetzt, Gates wirft Karte ab auch, oder? Nee, Fiendmonster.
Ah, schade, okay. Das heißt, das kann nicht den Dings abwerfen. Den Zephyros? Nee, geht nicht. So, ja, nee. Natürlich trotzdem nicht banished, noch wenn er nicht getriggert, weil, irgendwas halt. Ja. Ja, und der nächste Graffa. Weil Silber brauchen wir ja gleich noch für Ceruli. Oh, hallo Kupacabra. So, okay, wie geht's jetzt weiter? Wir haben noch die Normals sammeln. Und wir können noch fusionieren. Dann. Bei was? Fusionieren kann man Fusion noch. Bei? Wie liest sich der? Ach so. Fulans? Banishing from Field or Grave, ja. Das heißt, wir können einfach Graffa vom Grave banishen und dann haben wir das Ding. Mhm. Ja, dann machen wir. Können wir das noch machen? Wir brauchen ja eh bloß einen Graffa. Und dann, Nessie, I guess. Mhm. So, was. Oh, also, du hast noch einen Friedhofseffekt gehabt. Then discard one Dark World Monster. Ja, das wollen wir gerade nicht. Ja gut, wir können dann Silver specialen, dann weglinken. Also Graffa weglinken und dann Silver wieder auf die Hand nehmen. Weil der ist ja nicht Monster-Turn. Ich hätte jetzt Zephyros genormelt, dann in irgendeinen Link 2 gegangen mit Graffa. Und dann können wir mit Zephyros irgendwas zurückbouncen. Oder? Haben wir irgendeine Stufe 2, die uns halt wirklich nennenswert weiterbringt? Ja, Akashic und dann darunter Security Dragon. Ja, stimmt. Was? Same type. Ah, okay, dann müssen wir halt Security Dragon bauen. Ja. So, dann kann der Zephyros mal zurückkommen, indem er Gates zurückflippt. Dann können wir Gates wieder machen. Ja. Bist du ein Fiend? Ja, du bist ein Fiend, perfekt. Ja, der Special dann. Wir haben noch einen Danger im Grave, oder? Den wir zurückholen können. Falls nicht, linken wir kurz Jack weg. Ja, wir linken kurz Jack weg. Okay, dann bauen wir kurz Akashic und dann... Oder warte, funktioniert das? Nee, Quatsch, wir können nicht Akashic bauen. Wir könnten IP bauen. Kann... Aber Security Dragon muss co-linked sein, damit er was bouncen kann, ne? Ja. Wir können auch einfach direkt Apo bauen, dann hat die, dann liegt die auf 3. Might as well. Ja. So, Field Spell. Ach, hi. Das geht's auch, schätze ich. So, wenigstens müssen wir Silver discarden. Aber das ist ja okay, wir können ihn ja mit Graffa wieder auf die Hand zurücknehmen. Ja. Und so gehen die Dark World Monster im Friedhof aus. nächste Fusion. Ja, und dann können wir IP bauen und dann, Achso, wir können jetzt noch das machen. Dann können wir den Silver theoretisch nochmal specialen. Ja, aber davon haben wir nichts. Wobei, doch. Dann haben wir doch, weil wir die Karten wieder haben. Ja. Ja, doch, schon richtig. So, dann können wir Graffa und Jack weglinken. Jack weglinken in IP. Und dann gehen wir Graffa nochmal zurück holen mit Silver. Hochholen. Und setzen noch eine Fusion. Ja. Und Pass. Ja. Leider kein Ceruli gefunden. Aber wir haben IP, Apo und den Duty. Das müsste ja eigentlich eine Weile reichen. Und das hier haben wir auch noch.
Nein. So geht's auch. Ja, das machen wir auch. Okay, so brauchen wir keinen Ceruli. So haben wir das Ziel auch erreicht. Ja. Ach, der hätte jetzt doch nur zwei Handkarten verloren und wir waren plus gegangen und ich sehe das Problem gar nicht. Fühlt sich doch immer schön an, einem evenly matched den Mittelfinger in die Fresse zu halten. Ja. Er ist leider eine normale Trap, das steht da leider so ein bisschen drauf. Player. Okay, wir gehen second. Das ist eine Bombenhand zum Second gehen, wir können nichts tun. Ja. Vielleicht spielt er ja, keine Ahnung, Hand Destruction. Arabesque. Da schau her, das habe ich. Okay. Die habe ich mir mal durchgelesen, ich habe vergessen, was die konnten. Archetype. Ich habe mir mal durchgelesen, was die konnten. Die haben irgendwie mit Equips rumgespielt, aber mehr habe ich mir nicht merken können. Aber wenn, ja gut, klar, wenn es mit Equips rumspielt, macht Sinn, das mit den Infernoble Knights zu kombinieren. So, hatten die ein Ritual? Ah, stimmt, genau, die große. Und die hat irgendwas richtig Nerviges gekonnt. Nö. Doch, ja, nicht indirekt. Weil die ganzen Mikanko-Equip-Effekte dann irgendwie getriggert sind, wenn diese equipped hat. Hier, genau, sowas zum Beispiel. Einfach Kontrolle über das gegnerische Monster übernehmen. Was? Ne? Aber das ist mal wieder eins dieser Sachen. Let him cook und dann. Und dann schauen wir mal, ne? Ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht eine Karte ziehen, die uns ins Spiel bringt. Ja, genau, weil wenn wir jetzt nichts Gescheites von oben ziehen, dann schieben wir hier einfach und sind mal fertig. Ich muss ja sagen. Ich frag mich manchmal, ob es an uns liegt, weil irgendwie bei dem Sword Soul Haufen wurde uns die ganze Zeit bestätigt, dass das Deck eigentlich nicht brickt. Und Dark World geht gegen uns auch immer ab, ne? Also, wir haben gegen Dark World immer mindestens ein Büstet gebraucht, um die zu stoppen. Ja. Also ich weiß ja nicht. Oh, der kann was. Oh, das funktioniert. Aber Problem ist halt der hier. Können wir einfach was normeln und da drüber stiefeln? Über den Harald. Ja, also wenn der nicht den Effekt benutzt, aber grundsätzlich ja. Weil wie funktioniert der? Die gibt uns einfach so ein Equip. What you can only use. Und sie kann auswählen zwischen Can't be destroyed, also sie muss uns halt den hier geben, zur Kontrolle, und dann nimmt man natürlich Kontrolle über das Monster. Ja, ich würde sagen, wir probieren das trotzdem einfach mal. Wir haben ja keine andere Wahl. Richtig. Aber wenn der halbwegs intelligent ist, dann tut er das sofort, weil wir haben gerade verraten, dass wir Dark World spielen. Also wir brauchen den Grave. Also theoretisch weiß der, dass uns der Harald gerade komplett aus dem Spiel nimmt. Was schade ist, weil der hätte uns tatsächlich ins Spiel gebracht, wenn der Salamander nicht gelegen hätte. Also ja, wenn er jetzt macht, können wir schieben. Muss denn da Mainface sein? Nee, den kannst du immer noch machen auf On-Attack Declare. Oh, die kann auch noch was. Oh. Ja, okay, nächstes. Der. So, wir fangen an.
Damit lässt sich arbeiten. Nur ein bisschen blöd, dass wir die jetzt nicht runtersetzen können, weil es ein Quickspell ist. Hm. Okay, dann fangen wir mit... keine Ahnung, Bigfoot an, I guess? Ja, Bigfoot oder Thunderbird mattert nicht. Oh, nice. Nice. Nice! Dann discarden wir den Snow. Jo, ja, jetzt sowieso. So. Hi! Ja, und Search. Können wir einen Gruffer hier searchen? Können wir aber auch den hier searchen. Wir müssen Genta suchen, ja. Dann geht Genta. Ich meine, Snow ist ja nicht once per turn, also wir haben ja noch. Ja, dann geht Genta den Dings suchen. Dann aktivieren wir Archive. Und dann machen wir den Field Spell. Also wir benutzen noch nicht die Aktivierung, sondern für den anderen Effekt, für das Discard Draw One. Können wir damit gerade was discarden? Der sagt doch irgendwie... Was ja, der sucht ja gleich was. Können wir ja chainen. Nee. Nicht, wenn wir kein legales Target zum Discarden Discard haben. Discard One Card. Das ist ein legales Target. Ah. Der hier sagt speziell Feed Monster. Und vor allem brauchen wir eine Dark World Karte auf dem Feld, damit Genta triggert. Wobei, doch, die heißt auch Dark World, aber mal, das zählt dann sowieso. So. So, das heißt, wir machen jetzt... Das ist... Channing Eye. Oh! Das passt für den Channing Eye. Hier, alles gut. Okay, das heißt, wir triggern den jetzt noch nicht. Ja, doch, der soll noch ein Friedhof. Doch, natürlich, weil wir gerade Gruffer nachgezogen haben. Ja. Okay, und Genta hätten wir auch gerne. Okay, Snow ist mandatory First Effect. Das ist kein Segen. Ja, die sind alle mandatory. Ja. Deswegen ist der zuerst, weil der. So, jetzt ist aber die Frage, wie machen wir das denn jetzt anders? Ja, also, wir brauchen noch Ceruli und Silver. Ja, wir brauchen noch mehr Sachen. Ich glaube, wir suchen den nächsten Genta, oder? Macht, glaube ich, am meisten Sinn tatsächlich. Dass wir da weiterkommen. Warte, wir haben kein Fiendmonster auf der Hand. Doch, haben wir, nevermind. Warte, brauchen wir auch keinen Genta, wir können einfach den bouncen hier. Ah ja, dann suchen wir Ceruli oder so? Oder Snow. Stimmt nicht, dass Snow macht mehr Sinn, weil Snow kann ja dann wieder suchen. Weil natürlich kann Snow sich selber suchen, weil warum auch nicht? Ja, so, dann hätten wir gerne den Genta wieder zurück auf der Bratzen. Ja. So, dann ist, glaube ich, jetzt die Zeit, mal... Nee, Xyz zu bauen. Nee, halt, der kann kein Material abhängen, Nee. Jetzt ist, glaube ich, die Zeit, dass wir den Genta machen für den nächsten... Fieldspell? Dann den Field Spell aktivieren und dann machen wir einen Danger. Weil jetzt haben wir gerade wieder genug Handkarten, dass wir es verkraften können. Ja, und wir haben die Fusion doppelt. Da ist eine wegzuschmeißen, egal. Zumal sich die Fusion ja sowieso wieder auf die Hand nehmen kann. So, jetzt aktivieren wir Gates und dann machen wir und dann schauen wir mal in Bigfoot rein. Ja. Okay, ja, funktioniert. Passt. Ja, gut genug. So, dann können die zwei aber jetzt Harbinger machen. Jetzt schieben wir mal ganz kurz Coach König dazwischen. So, genau. Dann 8er Xyz. Und discard den Gruffer. Abhängen den Gruffer. Wir hängen alle drei ab. Coach King ist nicht bei uns per Turn. Achso, ja, aber ich dachte gerade, du müsstest die nacheinander machen. Die gehen alle auf einmal, okay. Ja, wir ziehen jetzt einfach drei Karten. Nee, ich meine im Sinne von, die müssten nacheinander machen, nicht alle auf einmal. Jetzt erstmal so. Ja, okay. Whatever, es zieht drei Karten, was das ist scheißegal. Ja, okay. Warum auch immer das geht, das ist also... So, hi. So, und noch 800 Schaden, weil das ist relevant. Weil Timeout. Mhm. So, das ist jetzt bloß der hier. Jetzt haben wir aber kein Gates mehr, ne? Ja, nicht im Deck, nein. Aber wozu? Okay. Wir sind immer noch Discard vor da jetzt. Jetzt können wir ja... Jetzt können wir durch erstmal in der Lure reingucken. Können wir auch machen, ja. Also wenn wir jetzt keinen Silver und Ceruli finden, ist irgendwas komisch. So, dann tschüss Gruffer Thunderbird. Ja, tschüss Thunderbird. So, dann jetzt, was kommst du nochmal, wenn du euch hier abwirft? Der sucht was. Ah ja, genau, der sucht den Silver, genau. Und Snow sucht Ceruli, so war das. Ja. So, banish sonst was?
Discard den Rainbow. Ach, nächster Graffa. Warum nicht? So. Jetzt discarden. Jetzt nur noch Stöcke aufs Feld kriegen. Ja, jetzt discarden wir erstmal den Snow. Für uns Suchseroli. Ja. So, keine Ahnung, du. Mhm. Hauptsache halt nicht die, die wichtig sind. Noch ein Graffa. So, Ceruli. Jetzt schieben wir noch kurz die Fusion zwischen rein. Wir haben ja noch einen Graffa am Friedhof, ne? Oh ja, klar, dann ja. Machen wir jetzt das hier kurz und discarden damit Ceruli. Machen wir das zuerst. Können wir hier einen... Können wir jetzt nicht erstmal noch ein Feld bauen? Nee, weil wir die ganzen... Weil die ganzen... Ja. Ich habe gerade überlegt, auf wie viele Summons wir hier kommen, aber auf nicht genug. So, und Ceruli. Mhm. Weil jetzt sterben wir halt an dem Büstet. Ja, aber er hat keinen. So. Und Silver. Mhm. So. Du hast übrigens die Ceruli in die falsche Zone gepackt. Achso, wenn wir jetzt nicht bouncen können. Können wir nicht bouncen. Ja, okay. So, dann du musst auch einfach nur irgendwas auf die Hand zurücknehmen, ja, ne? Dann ist das egal, die haben auf dem Feld ja eh als keine Effekte. Ja. So, wir können noch mit dem permanenten Spell eine discarden. Ja. Dann discarden wir damit Brow, schätze ich. Weil Graffa am Grave bringt uns ja nichts. Ja, außer wir wollen die Summon haben. Dann würden wir Silver discarden. Ich glaube, ja, wir wollen die Summon haben. Ist Karte ziehen? Ja, stimmt, dann, stimmt, dann haben wir noch eine Stufe, stimmt, wir wollen noch einen Harbinger bauen, ja. So, dann kommst du noch zurück. Dann bauen wir einen Harbinger. Und dann machen wir noch eine Fusion, weil wir haben so viele Karten auf der Hand, den Graffa zu banishen, tut jetzt nicht wirklich weh. Mhm. So, Graffa plus irgendwas im Grave. Du zum Beispiel. Ja, oder so. Ja, was wir halt noch anders hätte machen können, wäre den Bounce noch. Aber warte, hätten wir überhaupt genug Fodder gehabt? Na gut, wir hätten halt auf Harbinger verzichten müssen dann, wenn wir nochmal Bouncen hätten wollen. Anders als das brauchen wir Harbinger, wenn ich da keine Hand hat. Eben. Ja. Also lieber hat er zwei Handkarten weniger, als dass wir ihm einen Spell negieren können. Ja, ist richtig. Ja gut, das war Dark World. Man sieht sich am Mittwoch. Bis dahin. I'm not going to be able to do that.